Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, gestern haben wir das Epiphaniefest gefeiert, die Erscheinung des Herrn, seine Göttlichkeit. Gottes Herrlichkeit ist aufgeleuchtet in einer Welt, über der die Schatten des Todes liegen. Sie ist aufgeleuchtet in Christus, der den Tod überwunden hat. Sie leuchtet auf in allen, die glauben, in uns, die mit Christus vereint sind. Ihn lasst uns preisen. Herr Jesus Christus, Licht, das die Welt erhellt. Kyrie eleison. Gottes Bote, der das Leben bringt. Christe eleison. Gottes Sohn, unser Bruder geworden. Kyrie eleison. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns durch deinen Sohn neu geschaffen, zum Lob deiner Herrlichkeit. Mache uns durch die Gnade deinem Sohn gleichförmig, indem unsere menschliche Natur mit deinem göttlichen Wesen vereint ist, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Liebe Brüder und Schwestern, alles, was wir erbitten, empfangen wir von Gott, weil wir seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt. Und das ist sein Gebot. Wir sollen an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, glauben und einander lieben, wie es seinem Gebot entspricht. Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Und dass er in uns bleibt, erkennen wir an dem Geist, den er uns gegeben hat. Liebe Brüder und Schwestern, traut nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgezogen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus sei im Fleisch gekommen, ist aus Gott. Und jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Das ist der Geist des Antichristes, über den ihr gehört habt, dass er gekommen. Jetzt ist er schon in der Welt. Ihr aber, meine Kinder, seid aus Gott und habt sie besiegt. Denn er, der in euch ist, ist größer als jener, der in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deshalb sprechen sie, wie die Welt spricht, und die Welt hört auf sie. Wir aber sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Wer nicht aus Gott ist, hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Thank you.
Jesus verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit, als Jesus hörte, dass man Johannes den Täufer ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kapharnaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist. Das Land Sebulon und das Land Naphtali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa. Das Volk, das im Dunkel lebte, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Von da an begann Jesus zu verkünden: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Man brachte Kranke mit den verschiedensten Gebrechen und Leiden zu ihm, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und er heilte sie alle. Scharen von Menschen aus Galiläa, der Dekapolis, aus Jerusalem und Judäa und aus dem Gebiet jenseits des Jordan folgten ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, die liturgische Weihnachtszeit dauert noch bis nächsten Sonntag, wo wir die Taufe des Herrn feiern. Und so hören wir eben noch die weiteren Tage, auch die Lesung aus dem ersten Johannesbrief. Wir sind jetzt schon im dritten und kommen zum vierten Kapitel. Alles, was wir erbitten, empfangen wir von Gott, weil wir seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt. In der Bergpredigt heißt es: Bittet und ihr werdet empfangen, suchen und ihr werdet finden und so weiter. Aber unsere Erfahrung sagt uns, alles, was wir bitten, empfangen wir doch nicht immer. Und so gibt es eben dann Konkretisierungen. Also wenn wir bitten, so wie Gott es gefällt, dann erhalten wir es eher. Wenn wir bitten im Namen seines Sohnes Jesus Christus, wenn wir also an Christus glauben, beziehungsweise so bitten, dass Jesus diese Bitte unterschreiben könnte, im Einklang mit dem Willen Gottes, wenn wir eben seine Gebote halten, dann werden wir erhalten, was ihm gefällt, weil es auch dem Willen Gottes entspricht und nicht nur unserem Egoismus. Und das ist sein Gebot: Wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und einander lieben, wie es seinem Gebot entspricht. Wer seine Gebote hält, bleibt in Gott und Gott in ihm. Jesus sagt beim Abendmahl auch: Wer mein Wort hält, in dem bleibt Gott und ich in ihm. Und dass er in uns bleibt, erkennen wir an dem Geist, den er uns gegeben hat. Jetzt kommt also die heilige Dreifaltigkeit zu uns, wenn wir die Worte halten, die Gebote Gottes. Aber man muss auch die Geister unterscheiden. Liebe Brüder, traut nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Das ist nicht so leicht, das zu unterscheiden. Was kommt jetzt vom Heiligen Geist? Was ist eine gute Eingebung? Oder was ist eine spontane Idee unseres eigenen Unbewusstseins? Daher brauchen wir eben auch das Wort Gottes,
damit wir wissen, was ist der Wille Gottes, wie er sich dem Wort Gottes im Evangelium, da haben wir die Worte Jesu und können prüfen, unterscheiden, was Gott will, was ihm entspricht, was ihm gefällt. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgezogen. Darum brauchen wir auch die Unterscheidung der Geister. Damals gab es falsche Propheten, die eben zweifelten, dass Gott wirklich Mensch geworden ist, dass Jesus Christus sozusagen nur eine Hülle war für das Göttliche, aber eigentlich gar nicht selber gelitten hat. Darum heißt es hier, jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus sei im Fleisch gekommen, das heißt also wirklich als Mensch geboren, wirklich am Kreuz gelitten, der ist aus Gott. Denn der Geist des Antichrists, wie wir dann später gehört haben, der zum Beispiel meint, es genügt einfach die Erkenntnis und nicht die Liebe. Wir sind aber durch die Liebe erlöst worden, dass Jesus Christus wirklich für uns gestorben ist. Dann kommt noch etwas. Ihr aber, meine Kinder, seid aus Gott und habt sie besiegt. Er, der in euch ist, ist größer als jener, der in der Welt ist. Sie sind, die Gegner, sind aus der Welt, deshalb sprechen sie, die Welt spricht und die Welt hört auf sie. Allerdings, die Welt wird hier gesehen als die Welt, nicht wie sie von Gott geschaffen worden ist, sondern eine Welt, die eben Gott vergisst, die nicht auf Gott hört. Gestern in der Dreikönigsfest hat der Papst in Rom bei seiner Predigt gesagt, die einen stehen im Scheinwerferlicht der Welt, im Licht der Scheinwerfer, die Reichen, die Schönen, die Mächtigen, aber das Licht Gottes ist woanders, das war im Stall von Bethlehem. Und auch heute im Evangelium, wir hören die Evangelium in den nächsten Tagen nicht mehr von der Kindheitsgeschichte, die haben wir schon gehört, sondern von Jesus als Erwachsener, aber wo auch das Göttliche in ihm erscheint. In diesem Fall sind wir schon nach der Taufe Jesu. Johannes der Täufer wurde ins Gefängnis geworfen und so zog sich Jesus nach Galiläa zurück. Verließ Nazareth und zog in die andere Stadt, die dann zum Zentrum seines Wirkens in Galiläa wurde, Kapharnaum, wo dann auch die Fischer Petrus, Andreas, Johannes und Jakobus sind. Dieses Gebiet in Kapharnaum gehört zu Sebulon und Naphtali, also zu dem Gebiet von zwei Stämmen im Norden Israels. Und darauf bezieht Matthäus nun wieder eine Prophezeiung. Das ist ja seine Charakteristik, dass er immer Prophezeiungen des Alten Testaments auf Jesus bezieht. Jesaja damals kündigt dem an, dass das Volk, das im Galiläa lebte, ein großes Licht gesehen hat. Und das war auch die Weihnachtslesung übrigens, die wir in der Mitternachtsmette gehört haben. Ein Volk, das im Dunkel lebte, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Vorher steht aber das heidnische Galiläa. Und von daher bezieht es Matthäus nicht auf Weihnachten, sondern auf das öffentliche Auftreten Jesu. Das ist seine Predigt, ist das Licht, das erscheint. Von da an begann Jesus zu verkünden, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Also das ist das wahre Licht, ein inneres Licht, eine Hoffnung, die nur Jesus, die nur Gott geben kann. Amen. Jesus ist ans Licht der Öffentlichkeit getreten. Zu ihm beten wir voll Vertrauen. Herr, schenke Licht, Wahrheit und Wandlung der Kirche in schwieriger Zeit und ermutige alle, aus dem Geist zu glauben und zu handeln. Christus, Licht der Welt, wir bitten dich. Erhöre uns. Begleite im Geist die Fürsorge aller Familien, Sorgeberechtigten, Erzieherinnen, Erzieher und Therapeuten und schenke ihnen die Kraft, die sie brauchen.
Christus, Licht der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Hilf allen, die suchen und fragen, deinem Licht mehr zu vertrauen als mancher verlockenden Dunkelheiten. Christus, Licht der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Segne alle Frauen und Männer, Jugendliche und Kinder, die den Segen der heiligen Nacht weitertragen in die Welt. Christus, Licht der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Umarme unsere Verstorbenen mit dem Lichtmantel deiner Liebe und führe sie in das Haus deines Vaters. Christus, Licht der Welt, wir bitten dich, erhöre uns. Denn du bist das Licht der Welt, erhörst unsere Bitten, wenn wir in deinem Namen bitten und die Gebote halten. Dich preisen wir in Ewigkeit. Amen. Bittet, Schwestern und Brüder, dass Gott, der allmächtige Vater, mein und euer Opfer annehme. Herr, unser Gott, du schenkst uns den Frieden und gibst uns die Kraft, dir aufrichtig zu dienen. Lass uns dich mit unseren Gaben ehren, durch die Teilnahme an dem einen Brot und dem einen Kelch eines Sinnes werden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir laden sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn heute enthüllst du das Geheimnis unseres Heiles, heute offenbarst du das Licht der Völker, deinen Sohn Jesus Christus. Er ist als sterblicher Mensch auf Erden erschienen und hat uns neu geschaffen im Glanz seines göttlichen Lebens. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten, und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Singt heilig, heilig, heilig ist unser Herr und Gott. Singt mit den Engeln heilig ist unser Im Himmel.
bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Als Christus geboren wurde, verkündeten Engel den Frieden auf Erden. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche
und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, Lamm Gottes, Lamm Gottes, du nimmst den Weg, die Sünde der Welt, gib uns seht das Lamm Gottes, das ihm wegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich bin das Licht der Welt, spricht der Herr. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern gehen, sondern das Licht des Lebens haben.
Lasset uns beten. Barmherziger Gott, in jeder Not bist du unsere Hilfe. Bleibe bei uns mit deinem Schutz. Gib uns, was wir für dieses vergängliche Leben brauchen, und führe uns zur ewigen Vollendung bei dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Danke.